Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda. Wir sind ein kleiner Link. Und entsprechend, ja, das hat den Grund, dass wir jetzt jemanden treffen wollen. Hey, du willst mit mir Fragmente vereinen? Das ist ja cool. So, dann vereinen wir doch einfach mal, ja. Sehr schön. Der hat das jetzt aber erst freigeschaltet, nachdem wir... Ach, darum geht's. Nee, hä? Doch, ja. Okay, es geht also um eine Truhe, die da lagert. Wahrscheinlich ist das eh wieder nur Geld, weil der hat ja Rubine schon gezeigt, ja. Wow, ein passendes Fragment, ist ja krass. Willst du auch Fragmente vereinen? Schön, dass die Bücher wieder da sind. Eigentlich müsste ich doch auch so mit hoher Stimme sprechen, weil die Kleinen haben doch immer die hohe Stimme, ne? Ja, aber das werde ich sicherlich nicht tun, weil das geht ja voll auf die Nerven, wenn ich die ganze Zeit in so einer hohen Stimme spreche. Also das kann ich nicht tun, das tut mir leid, ja? So, passt mal auf, meine lieben Freunde. Also ich laufe jetzt mal hier entlang. Und dann kann ich da runterklettern und dann kletter ich da runter und dann können wir in das Haus mit dem vierblättigen Kleeblatt und dann erfahren wir, wie wir schwimmen können. Oder so. Oh, Besuch, eine seltene Ehre. Studios ist schon eine Weile weg und ich bin so einsam. Oh je, was führt dich zu mir? Der Tempel des Tropfens, da willst du hin? Wow, ein selten mutiger Mensch. Stell dich zum Kleeblatt dort hinten. Immer mit der Ruhe. Stell dich erstmal dahin. Öffne dich, Wunderklappe! Das war mir so klar. Wie er gesagt hat, öffne dich war klar. Okay. Gut gefallen. Also, ich bin gespannt, ob es dir mit meinem Trick gelingt, an das Werkzeug zu kommen. Aua, ich habe mir die Hüfte gestoßen. Oder das Knie. Es tut jedenfalls weh. Salextra ist mir ein Rätsel. Wie ist der denn in den Tempel des Tropfens hereingekommen? Die Lösung des Rätsels liegt vor uns. Lass uns hingehen. Okay, jetzt können wir erstmal suchen, welchen von denen wir... Okay, so kommen wir raus. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Nee, ne? Irgendwie... will ich hier was versuchen. Okay, das war umsonst. Naja, man kann ja nicht alles haben. Was gibt's denn hier? Sind wir eigentlich im Brunnen? Nee. Wir sind hier irgendwo in der Nähe von dem Brunnen, ne? Ist mir schon klar, aber... weiß ich nicht. Nein, da. Weiter geht's. Oh, wenn ich das gewusst hätte, dass da eine Fee ist, ne? Aber ich weiß es. Und da wir das Wasser eh nicht mehr brauchen, weg damit. So. Die Fee holen wir uns natürlich wieder. Haha, wir haben eine Fee gefangen. Yeah. Und damit das nicht gleich wieder so peinlich wird, euch die einfach wegwerfe. Was ist das denn? Also schon klar, natürlich. What? Was ist das denn? Wie die halt einfach übelst blocken, die Penner. Ich habe euch besiegt, ihr Penner. Ich kann alles, ihr könnt nix. So, und wir finden Flossen. Ist das euer Ernst? Flossen? Das Item, mit dem wir schwimmen können, sind Flossen? Okay, drücke A zum Schwimmen und B zum Tauchen. Achso, aber das können wir jetzt einfach automatisch. Wir können jetzt einfach durch Wasser laufen. Das ist ja cool. Da kommen wir auch gar nicht mehr durch, also müssen wir da jetzt rein. Und tauchen? Ist ja geil, ey. Tauchen können wir auch. Das kann man hier bestimmt irgendwo nutzen, oder? Nee, da geht's nicht. Wo kommen wir da raus?
Nein, da will ich noch nicht raus. Aber okay, dann sind wir da. Ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Okay, geht's hier noch irgendwo weiter? Hier könnte links was sein, ne? Ah, natürlich ist hier links nichts. Aber ist das euer Ernst? Flossen, wir konnten... Flossen lassen einen allenfalls schneller schwimmen. Wieso können wir ohne Flossen nicht schwimmen und mit schon? Ist das euer Ernst? Oh, cool. Das geht nicht. Okay. Nein. Na, das wird auch nicht helfen. Die höchstens. Aber die helfen auch nicht. Schade. Ich vermute mal, dass wir damit auch Dornen irgendwie zerstören können. Also, dass es da ein Item gibt, mit dem wir irgendwie Feuer machen können oder so. Und wenn wir das erreichen, können wir auch hier... Wisst ihr schon. Okay, da kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal wieder hoch. Achso, ja. Guck mal, ob der irgendwas dazu sagt. Wo ist der andere hin? Hä? Achso, der wird da jetzt erstmal hingegangen sein, hä? Der wird jetzt zu seinem Meister gegangen sein und das... Ah, es war so klar, dass du das früher oder später willst, ja? Naja, egal. Wir hauen einfach weg, was wir weghauen können. Da zum Beispiel können wir dem Max-Ball durchschwimmen. Jetzt können wir eh hin, ja? So. Alter, ist das viel, ey. Ja, dir passiert schon was Gutes. Keine Sorge, keine Sorge. Und jetzt haben wir halt ein verdammt wichtiges Item bekommen, mit dem wir uns definitiv auch das nächste Herz gleich krallen können. Denn das nächste Herzteil ist ja da schon in dem Wald. Wir haben es schon mehrfach gesehen, konnten aber nicht hin, weil wir nicht schwimmen können. So, klettern da nochmal hin und gucken mal, was er uns zu sagen hat. Hallo du. Oh, wow, du hast es gekriegt von Lexter. Oh, ich bin so neidisch. Boah, ja, sei einfach wie Lexter. Oder Lexter, perfekt. Ah, ich wusste, dass er das auch will. Ja, das war mir so klar. Und wenn ich euch jetzt alle abgefrühstückt habe, euch drei, dann ist das schon mal weg. Da muss ich hier nie wieder hin. Wir sehen uns in unserem gesamten Leben nicht mehr. Und das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, ein goldener Gegner? Wow, jetzt passiert bestimmt was Gutes. Ein goldener Gegner? Ist der besonders schwer oder lässt er irgendwas? Wahrscheinlich lässt er wieder Rubine droppen, weil sie alle Rubine droppen. Nein, geh hoch, Link. Oh, ey. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, ey. Naja, egal. Wir können ja demnächst die Tingles dann entsprechend fragen, wie es dann aussieht. Und wie viele Fragmente wir noch vereinen müssen. Das ist natürlich bei 100 Fragmenten, Alter, da hast du noch ordentlich was zu tun. Ach ja, jetzt müssen wir hier durch die Bibliothek. Selbstmord machen ist wohl noch nicht so in Mode. Fragment? Nein. Der andere könnte noch ein Fragment haben. Mit dem frage ich jetzt, der sieht mir aus wie einer, der das will. Ja, ich bin so einsam. Ja! Der war das doch, oder? Ja! Welches Buch leih ich mir heute aus? Ich bin alt. Willkommen in der Bücherei. Sieh dich in Ruhe um. Ah ja, sieh dich in Ruhe um. Okay, also keine Probleme mehr. Sehr schön. So. 10 Minuten haben wir. Das ist schön. Jetzt können wir schwimmen. Was bedeutet das für uns? Warte mal. Können wir jetzt vielleicht so ein bisschen Backtracking machen, weil zumindest die Geländedinger haben wir ja jetzt alle erreicht, ne? Ah, da kommen wir schon mal nicht hoch. Wir können... Das bringt, glaube ich, kaum was. Jetzt war ich wieder falsch. Oh, wir können den letzten Tingle erreichen, ne? Boah, wo war denn der? Der war doch irgendwo, der war irgendwo im Westen.
bin ich mir absolut sicher, dieser letzte Tingel, der war irgendwo im Westen ist der gewesen. Hier können wir jetzt auch schwimmen. Ach, guck mal. Wo wir gerade dabei sind, das nehmen wir mit. Das könnt ihr gerade mal vergessen. Hä? Ist das so ihr Ernst? Wahrscheinlich spawnt es einfach nicht mehr, oder? Ja, natürlich spawnt es nicht mehr. Wäre auch zu schön gewesen. Du kriegst hier so viel Geld und es gibt einfach nirgendwo, wirklich nirgendwo die Gelegenheit, das irgendwie einzusetzen. Ist das euer Ernst? Ging mir euch auf die Nerven. Ah, jetzt habe ich wieder kein Wasser. Na super, ey. Jedes Mal, wenn ich diese blöde Frucht pflanzen könnte, habe ich kein Wasser, ey. Hier habe ich kein Feuer. Habe ich überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht. Den habe ich umgebracht. Weil ich so böse bin. Ist das euer Ernst? Wieso kriege ich Schaden und er nicht? Ach nee, warte, hoch. Das bringt ja alles nichts. Da waren wir auch schon. Hat mir wehgetan? Ist das euer Ernst? Verpiss dich. Das war dieser Idiot, der... Ja, das war der andere. Auch dem können wir noch nicht helfen. Autsch. Können wir auch noch nicht helfen. Aber hier kann man doch irgendwo, genau, hier kann man schwimmen und hier irgendwo war doch so ein Tingel. Was? Oh nein, ich kann hier nicht an Bord. Da kann ich auch, oh nein. Ja. Nee, hä, warte mal, da komme ich doch hin. Hä? Was? Wieso geht das? Ach, warte. Also, ja. Ein Glücksfragment haben wir gefunden. Sehr schön. Ja, das lohnt sich ja jetzt nicht. Da ist eh nichts dahinter. War bisher noch nie was dahinter. So, ein Glücksfragment haben wir bekommen. Und noch eins haben wir bekommen. Boah, Alter. Wir sind richtig fett im Fragmente sammeln. Da ist er! Jawohl! Dann haben wir das ja endlich. Ey, ich hab dich gesucht, mein Freund. Da, hier, machen wir einmal zusammen. Sehr schön. Damit haben wir alle Tingles schon mal erreicht. Das ist ein wichtiger Part zu den 100%, denke ich mal. Denn damit können wir jetzt dieses Geheimnis schon mal lösen. Das könnten wir eigentlich als nächstes gleich machen. Ich will noch nicht in den Tempel. Ich will noch ein bisschen hier, wisst ihr schon. Fortschritt und so. Ah, wow! Tingle wird sich freuen! Ja, der weiß es nicht, unser Bruder. Warum der uns wohl ähnlich sieht? Ich habe keine Ahnung. Aber eigentlich ist es mir auch egal. Oh, da ist ein Haus. Gehen wir hin. So, was hat denn der hier zu sagen? Das Gewässer südlich von hier. Ich glaube, da stimmt was nicht. Ich weiß zwar nicht was, aber... Ja, lass uns Fragmente vereinen. Wow. Wow. Das Gewässer. Stimmt nicht, lass uns Fragmente vereinen. Na, da wissen wir ja schon, was er da gemeint hat. Siehst du, genau das Gewässer hat er gemeint. Da hätten wir durchschwimmen können. Ja, das ist tatsächlich auch das. Sie passen! Boah, geil! So, sehr schön. Also, tschüssi, Tingle. Freut mich, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Würde ich sagen, wenn es mich wirklich freuen würde, aber in Wirklichkeit freut es mich gar nicht. So, wir können hier jetzt wieder raus. Halt, was will ich denn? In dem Part möchte ich jetzt noch dieses Tingle-Rätsel lösen, falls es sich denn lösen lässt. Ja.
Oh, cool, damit kann man graben. Ist ja nice. Hier können wir auf jeden Fall schwimmen. Und wenn wir hier schwimmen können, dann üben wir das mal. Also, okay. Moment. Nee, warte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Nee, da können wir nicht drunter. Boah, jetzt habe ich schon gedacht, ey. Nein. Wieso zur Hölle können wir hier überhaupt tauchen? Wir können nirgendwo drunter tauchen. Okay, keine Ahnung. Ja, guck, da kann man auf der anderen Seite dann hin, ne? Können wir da eigentlich runter? Ja, wir können da runter. Cool. Wo bringt uns das hin? Wow, so ein Herzteil, das wir schon haben. Oh, super. Ja, ein Glück. Ja, jetzt sind wir da hier. Vielleicht war es ja eine Abkürzung. Da will ich nicht hin. Aber da wollte ich hin. Oh, ideal. Da bin ich ja perfekt gelaufen. So. Jetzt kommt das Schwert. Erstmal ein Glücksfragment. Ja, das ist ja nett. So, Nummer 2. Ist das da oben noch angezündet? Ich weiß es nicht. Wir zünden alle anderen an und dann zünden wir das hier an. Ich weiß ja nicht, was da auf uns wartet. So. 3. 200 von diesen Muscheln. Wie viele haben wir denn von den 515? Wozu brauchen wir die? Ich weiß es nicht. Es wird wohl schon irgendeinen Sinn haben, warum es die gibt, aber... I don't know why we need them. Warte, haben wir? Ja, haben wir. Sehr schön, der ist aktiviert. Wir haben ein Glücksfragment erhalten. Sie sollen Glück bringen. Und jetzt... haben wir es erreicht. Sehr schön, da ist eine Leiter runtergefallen. Jetzt können wir da hoch... Da ist sowas von Geld drin. Ich bin ja echt versucht zu sparen. Ja, ich mach das. Ich mach das. Wenn da viel Geld drin ist, dann werde ich die Kiste erstmal nicht öffnen. Speichern. Danke. So, was ist da drin? Ein magischer Bumerang? Wie? What? Ist ja mal geil. Aber das konnte irgendwie der Normale doch auch schon, oder? Den können wir jetzt fliegen lassen, so weit wie wir wollen. Ist ja mal geil. Cool. Kleines Sonderitem. Hat sich gelohnt. Was machen wir jetzt als nächstes? Du willst doch bestimmt mit uns hier Fragmente tauschen, oder? Nein, willst du nicht? Du bist hässlich und dumm. Außerdem stinkst du nach Fisch. Du willst mit uns Fragmente vereinen. Jawohl. Mensch, Süßer, auf dich ist doch Verlass. Du heißt, glaube ich, Marlon. Ja, du heißt Marlon. Marlon ist süß. Gab es in Ocarina of Time schon. Die war da mein Favorite. In die habe ich mich voll verknallt, weil die so scharf war. Das Problem ist, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, sich die Gebiete jetzt nochmal anzuschauen. Ja, da passiert was Gutes. Willst du mich heiraten? Wie kommen wir dahin eigentlich? Müssen wir erst... Also von Hyrule kommen wir dann nicht rein. Die Brücke hindert uns da dran. Ja, da kommen wir eh nicht hin. Ja, ach komm, ey. Ja, wir machen da jetzt erstmal Story weiter. Kriegen dabei eh noch unser nächstes Herz. Weil, ja, da ist noch ein Herz. Da sind noch zwei Herzteile, die wir erreichen können. Stimmt. Ja, ist mir egal. Moment, da ist ja auch nochmal eins. Wie komme ich da hin? Ich will da hin. I want to break free. I want to get there. How do I get there? All I want is to get there. Boah, hier ist ja mal gar nichts. Das ist... Never! In eurem Leben nicht. Was zur Hölle? In Ordnung, dann habt ihr da halt einfach ein Herzteil drin. Ja, okay.
Ist das nicht ein bisschen eichassig versteckt? Also ich weiß ja nicht, mir ist das egal, ne? Ja, neue Fragmente. Ich will ja eigentlich selber, aber... Ist das euer Ernst? Die haben immer wieder Fragmente? Okay, ja. Okay, David Junior. Der heißt David Junior. Warum heißt der David Junior? Ich weiß es nicht. Da muss man ja alle Tingles nochmal aufsuchen. Das ist ja auch wieder doof, ey. Auf dem Gongolberg, ja. Wie gesagt, es bringt eigentlich überhaupt nichts, jetzt Backpacking zu machen, weil du jede Region noch 3 bis 4 Mal besuchen musst, wenn du die blöden Dinger jetzt holst, ja. 75. Was? Warte, wie komme ich da hin? Ich komme nicht an dieses Herzteil. Oh nein. Oder komme ich doch an das Herzteil? Warte. Hier sind wir ja bei dem Trottel, ne? Verdammt, da wollte ich gar nicht hin. An das Herzteil komme ich aber auf jeden Fall. Und das will ich auch gleich haben. So. 4 Herzteile ist gleich ein Herzcontainer. Aua, das hat wehgetan. Tu das bitte nie wieder. Wie ich ihn einfach beim Zurückkommen noch erwischt habe. Ey, wie bitter ist das denn für ihn? Den brauche ich nicht einzusammeln. Was gibt's denn hier? Noch ein! Boah, noch 2 und wir haben wieder ein mehr. So. Ja, ich bin der Allerbeste. Ja, wenn du mit mir trainierst, machst du Fortschritte. Willst du mit mir trainieren? Ja. Okay. Du kriegst jetzt einen Energiestrahl. Weniger als ein Herz übrig haben. Schwinge dein Schwert mit letzter Kraft. Wow. Hast du das verstanden? Ja. Okay. Los geht's. Ich mach das jetzt mal wieder für dich, weil du zu dumm bist dafür. Bäm. Ist das euer Ernst, wenn man wenig Leben hat? Genau dann. Mach mal was. Sehr gut. Ja. Da hier. Okay, er füllt's wieder auf. Jetzt haben wir auch schon Angst gehabt, ne? So, jetzt haben wir, warte. Jetzt, wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 4 von 7. Ach, da wird dir sogar gesagt, wer von denen dir das beigebracht hat. Das ist ja lustig. Warum auch immer man sowas sich merken sollte. Und hier können wir eine Abkürzung schaffen. Oh, geil. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Da müssen wir nicht mehr hin. Nicht, dass es wichtig ist. Der ist ja zufrieden. Wow. Da können wir jetzt buddeln. Ja, ich weiß, der will uns jetzt... Hier geht's nur um ein Glücksfragment. Nein! Warum gibt's hier so viel Geld? Und warum gibt's hier nirgendwo die Möglichkeit, meine Geldbörse ein bisschen zu vergrößern? Das ist doch Cheating, ey. Ja, da müssen wir als Kleiner hinschwimmen. Wie werden wir denn hier klein? Wie zur Hölle habe ich es denn jetzt hier nach oben geschafft? Da wollte ich doch gar nicht hin. Autsch. Nee, an das Herzteil kommen wir nicht ran, ne? Nee. Okay. Da können wir als Minish hinschwimmen. Ja, wir können hier überall als Minish hin. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich... Da hier. Naja, jetzt sind wir jedenfalls wieder klein und werden dort unsere Abenteuer erleben. Aber bevor wir das tun, würde ich mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiter verfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Bis dahin, Servus.